Es müssen also diese Woche der Bauersmann Deckland und seine jüngere Gattin Jolene mit ihrer überaus gebräunten Haut als verschwunden gelten. Zuletzt sah man Jolene des öfteren Nachts allein in Ruinenfeldern wandern, trauerte sie doch um den Verlust ihrer Tochter, die im Alter von 8 Sommern verstarb. Ich empfehle, die Ruinen noch gründlicher zu patrouillieren. Bericht der Werhammer Trümmergarde an den Trutzvogt Geldau von Bregelsaum. Wir schreiben Winter 1031 und ihr seid aufgebrochen aus Trutzburgisch Hallingen in Richtung Süden. Über die Felder, durch die Wälder hindurch in Richtung Süden, immer weiter, gen Galles. Dort soll euch wohl eine neue Queste ereilen. Auf dem Weg habt ihr eine Travia-Geweihte aufgelesen, die euch gebeten hat, einem Steckbrief nachzugehen, denn sie ist beunruhigt. Morde, die wohl dort geschehen sollen. Mittlerweile 3 Stück. Und so seid ihr mit ihr gemeinsam auf dem Weg. Ihr Name selbst, Travinia von Firunslicht. Reist ihr und erblickt vor euch den gewaltigen Berg, der dort nach oben ragt. Eine Stadt auf dem Berg. Ihr nähert euch von der falschen Seite aus ihr, aber dennoch könnt ihr die Geschichten davon vernommen haben. Ein gewaltiger Golem, 7 bis 8 Meter hoch, der vor dem Tor steht und alle Feinde zerquetscht, die eindringen. So eine doch neutrale Burg im Inneren der Wildermark für jeden zugänglich. Ich bin euch so dankbar, dass ihr gemeinsam mit mir diese Reise aufgenommen habt. Es ist gar grausam mittlerweile dort geworden. Aber ich glaube, dass die Goblins dort keine Probleme haben sollen. Wisst ihr, dass die Leute aus Galles, sie haben einen Sokramor-Platz und im Firun-Tempel verehrt man die alten Götter. Das wird also kein Problem sein. Was für Sitten kennen hier ein? Also wirklich. Es ist Zeit, dass wieder Recht und Ordnung in der Wildermark herrscht. Ja, es ist Zeit, dass die Menschlinge auch mal wissen, wie gut Sokramor denn ist. Ja. Nun, ihr mögt verwundert sein, Meister Priodur, aber das ist schon seit geraumer Zeit so. Vor allem die Länder, die weit in der Traviamark liegen, so nah man an der Schwarzen Sichel oder den Trollzacken ist, dort verehren sich viele, die alten Götter. Also sowohl die Riesen Sukram oder Sokramor oder wie die Sichel dann auch heißt. Das ist nichts Ungewöhnliches und war teilweise schon immer so. Oder die alten Götzen, einen alten Stier, den man geflügelt verehrt. Ein Chimärenbauer im Süden soll wohl von hier aus irgendetwas damit getan haben. Und den Aberglauben der Landbevölkerung, nun, sich zu eigen machen. Ein verdammter Hochstapler, nichts anderes. Diesen geflügelten Stier habe ich mit Ardo gesehen. Wir hatten eine Magierin dabei, eine in weißer Kutte. Sie hat nur verächtlich die Nase gerümpft. So eine haben wir auch mal gesehen, die war nett. Die hat uns Kreide geschenkt, die haben wir gegessen. Das war lecker, aber ein bisschen staubig. Ja, die Kreide hätten wir noch gebrauchen können, aber na, Sachen der Vergangenheit. Ronga, ich habe eine Frage. Ja, Goggelmoggel? Wie hat der Stier geschmeckt? Ich habe ihn nicht probiert, aber Ardo hat drauf geritten. Damit durch die Luft geflogen. Oh. Oh, und du hast ihn nicht Krax und dann Miam Miam? Nein, ich war dafür, dass wir die Bestie hier und sofort erledigen, aber die Magiern sagte irgendwas mit Kodex und irgendwie, dass das gar nicht verboten war. Sie hat wohl selbst nicht verstanden, wie das gehen konnte. Nun, Meister Priodur, wie ihr seht, die Wildermark ist zwar verroht, doch wir haben auch positive Dinge, die sich zugetragen haben. Und zwar diese Morde sind nun nicht unbedingt ein Zeichen dafür, aber nun und dieser Golem natürlich auch nicht, aber doch, man kann auch seinen eigenen Wegen nachgehen. Nun, Götzenverehrung ist niemals ein gutes Zeichen. Es ist Zeichen für Hinterwäldlertum und dies wollen wir schleunigst beenden. Da habt ihr natürlich recht, aber ich bin doch froh, dass der Aberglaube gegen die Goblins abgelegt wurde, zumindest in Galles. Kann man den Golem essen? Nun, meines Wissens besteht er aus Stein. Hab ich mal probiert, war nicht lecker. Dann brauchen wir Zwerge.
Nun, Zwerge. Galles selbst mag eventuell für eure Nasen auch etwas abträglich sein. Ich war schon das ein oder andere Mal dort. Im Süden gibt es die Schwefelgassen. Dort sitzen allerlei, ich nenne sie einfach mal Alchemisten. Aber ich hoffe, dass wir uns im Norden aufhalten können. Um den Travier-Tempel herum gab es diese Morde und ich hoffe, dass es nur bei drei geblieben ist. Sie verfolgen wohl ein ähnliches Muster und ich hoffe, dass ihr uns dementsprechend helfen könnt. Alternativ könnt ihr selbstverständlich auch euch um den Golem kümmern. Mir wäre beides sehr recht. Denn ein Golem ist natürlich nichts, was götterfürchtige Menschen benötigen oder gar haben sollten. Als ich angefangen habe, die Wildermark zu bereisen, hat mir Ardo damals noch in Galles von Nekromanten erzählt. Wie steht das darum? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, was dort unten bei den Alchemisten im Schwefelviertel getrieben wird, aber ich glaube, die meisten Nekromanten werdet ihr eher nun nicht in Tal finden, aber dort noch etwas weiter, in Richtung zwei Mühlen. Dort soll wohl ein großer Nekromant sitzen. Ich war dort selber noch nie. Wisst ihr, ich komme selbst aus Romulus und habe dort vor allem im Winter 28 gedient. Hat schon jemand den Golem angeleckt? Was sollte dies wohl nützen? Naja, dann gehört er einem. Wenn man der Erste ist, der ihn anleckt, dann gehört er einem. Ihr seid schon so lange in meiner Gesellschaft und ihr habt nichts gelernt. Das stimmt doch gar nicht. Ich weiß jetzt, dass Menschlinge Pipi-Pötte haben. Gurgel, zeig mal. Also, der Baron ist Reto Erzel von Exmoos, ein äußerst blutlustiger Mensch, der allerdings selbst nicht in Galles verweilt, sondern irgendwo in der Schwarzen Sichel oder bei Exmoos sitzt. Verwaltet wird die Stadt von seiner Verwalterin. Ich weiß nicht, ob sie Vögtin ist oder so etwas, aber sie verwaltet zumindest die Stadt in seiner Abwesenheit. Ihr Name ist Arnhild von Dabonia. Ich glaube, dass der Golem auf ihren Befehl hört. Nun kümmern wir uns erst einmal um diese Morde. Dieser Golem, so preis schrecklich er ist, dies muss warten. Borge, hast du den Pisspot aus dem Gasthaus mitgenommen? Nein, als ich das Schwert getauscht habe, da waren Blumen drin. Die Blumen habe ich gegessen, aber das Ding kann man als Pipi-Pot benutzen. So könnt ihr den Athema-Berg erklimmen. 80 Schritt hoch ist der Hügel. Und ein kleiner Pfad, der dorthin hochführt, von der Bernfahnebene hinab. In der Stadt selbst gibt es nur beschränkt Platz, einfach weil die Mauern und der Berg dann eben alles begrenzen. Und wenn ihr dann eben auf das Drachentor hindurch geht oder eben auf es zu, könnt ihr schon neben den hohen Stadtmauern den gewaltigen Golem erkennen, der dort unbewegt steht, mächtig. Einst sollen ihn Blutmagier erschaffen haben. Ob Arnhild von Dabonia selbst eine Blutmagierin ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber so könnt ihr doch mit gewaltigem Respekt auf das gewaltige steinerne Ding zugehen und glaubt schon, gerade über die kleine Passstraße, dass hier ein Heer doch schon dran zerbrechen mag, sollte es hier versuchen, den Einzug zu wagen. So ist der Schutz von Galles gewährt. Ihr könnt wenige Wachen erkennen, die dort am Tor patrouillieren. Merkwürdigerweise allesamt Thulamiden und Thulamidinnen, vor allem viele Frauen, die ihr erkennen könnt, sind aber ebenso gelangweilt und werden euch auch nicht aufhalten, um nach irgendwelchen Schätzen zu suchen. Auch den Goblins wird nur mal kurz zugenickt. Sind sie doch hier wohl keine Seltenheit oder etwas Ungewöhnliches. Und wenn ihr dann die Stadt betretet, könnt ihr nach wenigen Metern bereits den Firun-Tempel erblicken, den Sokramor-Platz und auf der anderen Seite den Kor-Tempel, wo ihr andere Goblins erkennen könnt, wohl, aber auch viele Trollzacker, die sich hier unterhalten, streiten und die alten Götter preisen und ehren. Nun, da sind wir. Das ist der Sokramor-Platz, wie gesagt. Möchtet ihr euch erstmal ein Hotel suchen oder wollen wir direkt erstmal in Richtung des Travia-Tempels aufbrechen? Wilma Sichlinger und seine Frau Feigund sollen hier wohl die Vorsteher sein, die Hochgeweihten. Ein sehr nettes Paar, auch wenn sie kinderlos sind. Ganz wie ihr mögt. Ihr seid die ermittelnden Helden. Was ist ein Hotel?
Eine Unterkunft. Genau, erklärt ihr es ihnen. Eine Unterkunft, gegen die man übernachten kann für diese kleinen goldenen Scheiben, die ihr bekommen habt. Erinnert euch? Ja, aber ich kann auch einfach in einem Zelt schlafen. Ihr könnt doch nicht in einer Stadt in einem Zelt schlafen. Nein, warum nicht? Nun, weil dies nicht üblich ist. Seht ihr diese Gebäude? Nun, ihr werdet vertrieben, vermutlich. Boah, die wollen uns hauen, hast du gehört? Nein. Wo ist denn das Hotel? Nun, das kommt drauf an, wo ihr nächtigen mögt. Wir haben im Norden hier das Gasthaus zum blutigen Widder und es müsste noch irgendwo das Hotel von Heuras Kartosch sein. Das war wohl ein Baron, der hier vor einiger Zeit gelebt hat. Es ist nach ihm benannt. Je nachdem, ob ihr lieber mit Söldnern ein Bier trinkt oder aber nun ein Wein trinken möchtet. Ihr könnt selbstverständlich auch bestimmt im Travia-Tempel nächtigen, wenn ihr mögt. Ich kann mich dafür einsetzen. Nun, der Travia-Tempel scheint mir ausreichend zu sein. Nicht wahr, Ronga? Ja, dann können wir uns direkt an die Arbeit machen. Ich meine, hier in der Wildermark mussten wir uns alle schon dran gewöhnen, dass wir nicht immer direkt rasten können. Also wenn die im Travia-Tempel genauso nett sind wie die Frau Travinia, dann bin ich auch dafür. Ich mag nämlich die Frau Travinia. Gongelmombigel grinst spitzzahnig. Wenn die hier irgendwo nett sind, dann bestimmt im Travia-Tempel. Vor allem, wenn die erfahren, dass wir ihnen helfen wollen. Nun, so ist es beschlossen. Also gut, dann von hier aus in Richtung Norden. Alles ist herumgeordnet um das Anwesen Burg Kalris, soll sie heißen, von Reto Exmos. Wie gesagt, zur Zeit ist er nicht hier, also Arnold von Dabonia verwaltet das. Dort drüben könnt ihr auch die Magistratur erkennen. Folgt mir. Dort drüben könnt ihr es schon hinter dem kleinen Hügel erkennen, der Travia-Tempel. Bezaubert. Boah, so viele Leute, so viele Goblins. Oh. Was hat es denn mit den ganzen Südländern hier auf sich? Nun, wenn ich richtig informiert bin, dann hat sich Arnold von Dabonia einigen Söldnern bemächtigt. Sie hat wohl einen der Söldner beauftragt, der entweder in der Garnison im Rondra-Tempel sitzt oder aber beim Chorschrein Temir al-Damacht ibn Tariq. Ein tulamidischer Reiterhauptmann mit seinen Männern und Frauen. Es gibt natürlich noch andere Söldner, die Schwarzklingen beispielsweise oder die Galliser Freischärler, aber viele sind zurzeit auch stationiert im Exmos, wo der Baron eben sein blutdürstiges Werk treibt. Grockel, verstehst du, was die meinen? Für mich sind die alle gleich aus, die Menschlinge. Ja, also manche haben lange Haare und das sind wohl die Frauen und die nicht. Aber dann haben wieder Männer auch lange Haare und das ist alles sehr verwirrend. Ja, das ist es. Und was ist ein Tulamide? Ihr seid noch nie einem Tulamiden begegnet? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was das ist. Was ist das? Nun, ist ein anderer Menschenschlag aus dem Süden. Ihr kennt seine etwas dunkleren Haut, vermutlich meist schwarzhaarig. Aber das ist kein Alleinstellungskriterium, wenn ihr versteht. Vielleicht ist er auch nur in Dreck gefallen. Nein. Sie kommen aus dem Süden. Sie haben eine andere Sprache und eine andere Kultur. Noch mehr Menschlingssprachen, oh je. Ich bin doch schon froh, dass ich die eine kann. Jetzt muss ich noch eine zweite lernen. Das ist aber auch sehr kompliziert mit euch. Nun, ihr müsstet noch viele Sprachen lernen, wenn ihr alle menschlichen Sprachen lernen wolltet. Ihr Menschlinge sind nicht besonders schlau. Also, wir Sulak, wir haben die gleiche Sprache. Das ist schlau. Nun ja, das ist nicht unbedingt ein Zeichen für Klugheit, wenn man nur eine Sprache spricht, nicht wahr? Hast du mich gerade beleidigt? Nein, ich habe einfach eine Tatsache hingewiesen. Ja, das ist auch gut. Lasst uns nicht streiten. Wir sind da.
Ihr könnt erkennen, dass der Tavir-Tempel direkt an ein Waisenhaus angeschlossen ist. Viele elternlose Kinder, die davor im Sand spielen, irgendwelche Zeichnungen in den Sand auch gemalt haben, jetzt irgendwie Kästchen hüpfen spielen oder Abzählreime oder Seilspringen. Und könnt auch sehen, dass der Tavir-Tempel selbst, die Türen stehen offen, es dampft auch gut raus, schön warm drin, trotz auch gerade eben wegen des Winters. Und ihr könnt schon von draußen das herzhafte Lachen von einem wohlbelabten Mann hören, während ihr dann eintretet. Könnt ihr erkennen, wie da wohl auch noch eine weitere Geweihtin herumläuft, eine Geweihte, die im Gegensatz zu ihrem Mann gärtenschlank ist, er selber wohl ziemlich dicklich. Beide sind aber beim ausnehmenden Lachen bei, was man dann eben auch in ihrem Gesicht und den Lachfalten erkennen kann. Bewirtet da wohl gerade zwei... Sieht aus wie Abenteurer. Beide sehr, der eine sehr grün, der andere sehr bunt gekleidet, sodass man dann eben die Naturnahe oder die Naturnähe des einen erkennen kann und die Zarweihe des anderen eben auch ins Auge springt, während er gerade ein großes Bier vor den beiden abstellt. Ah, oh, noch mehr! kommt rein! Hier ist warm und mollig drin. Die Tür lasst einfach offen, wir heizen einfach so viel, dass es auch draußen noch was davon hat. Kommt rein! Ein Preiausgeweihter und zwei Goblins. Nein, wie drollig ist das denn? Setzt euch. Wollt ihr was trinken? Bier, Wein, irgendwas essen? Eine gute Suppe? Ich nehme alles, ja. Das Bier, den Wein und die Suppe. Alles zusammengemischt, das ist bestimmt lecker. Ja, ihr macht euch das dann selber. Ich bringe euch einfach Schüsselchen ein Lätzchen gebe ich euch trotzdem mit. Zwinkert er euch zu und verschwindet dann erstmal in so etwas wie einer Küche. Während weitere Kinder rein und raus wuseln. Es sind eine ganze Menge Kinder da. Könnt ihr euch zu den anderen beiden setzen, die dort schon eifrig diskutieren. Zarte Grüße, kommt nur rüber. Was seid ihr denn? Euch habe ich ja noch nie gesehen. Man guckt mal so mit einem schrägen Blick zu den beiden Goblins rüber. Da ist ein Preios-Geweihter. Wir wissen, das ist ein bisschen komisch. Aber du musst keine Angst vor ihm haben. Natürlich, Ihre Gnaden erkenne ich sofort. Guten Tag, ich darf mich vorstellen. Ich bin Zaron. Man tut dem Ersten, der vor ihm steht, mal um den Hals fallen. Eine sanfte Umarmung. Ja, ich tätsche dir mal in den Rücken. Euer Gnaden. Ihr dürft mich ruhig duzen. Ihr übrigens auch zu den anderen, allen anderen. Alles klar, deine Gnaden. Euer Gnaden heißt es. Der hat doch gesagt, duzen. Ja, nennt mich einfach Zaron. Und was sind eure Namen? Ich bin Gogolbombel. Der hat mich gefragt, nicht dich. Ach, ihr müsst euch immer vordrängeln. Das stimmt gar nicht. Ich bin einfach eine Frau, deswegen bin ich wichtiger. Ich bin Gogolmoggel. Ich bin eine Handwerkerin. Ich kann alles handwerken. Und das da ist mein kleiner Bruder, Roggel. Ich bin größer. Ja. Priodur, jetzt kannst du dich vorstellen. Nun, Priodur von Grauningen, Dominator Lumini. Und ja. Dies ist Ronga. Danke, Priodur. Ronga reicht vollkommen aus. Freut mich, euch kennenzulernen. Besetzt ihr einen hohen Titel? Ich kenne mich innerhalb eurer Kirche nicht so aus. Titel sind hier in der Wildermark nicht viel wert, wie ihr wisst. Ich bin angemessen ausgestattet mit Pflichten und Rechten. So, verzeiht, Meister Tannenflug. Hier habe ich euren Tee. Hat noch etwas durchgezogen. Jetzt ist er auf Trinktemperatur. Hervorragend, hab Dank. Ach so, das hier ist übrigens Gillion. Die Erdenmutter zum Gruß. Nur so. Es ist selten ein Diener des gerechten Sohnes zu sehen. Vor allem in diesen Gegenden. Ja, ich fürchte auch, in der Wildermark sind die Zeiten hart und umso wichtiger ist es, die Lehren der 12 Götter zu verbreiten. Wie ihr schon seht an diesem verdammten Monstrum vor der Stadt. Außerdem hat Priodur Glück, dass er uns hat, weil wir passen auf ihn auf. Ja. Ja, ich musste auch in diesen Gegenden feststellen, dass der Leib der Erdenmutter hier doch sehr strapaziert wird. Andererseits kann man nicht das gesamte Gebiet einfach fluten oder vom Wind fortwehen lassen. Wir werden das wohl akzeptieren müssen.
Mit Gottes Hilfe. So ist es. Nun, in Ihrem Namen sind wir ja hier. So müssen wir, es ist unsere Pflicht, unser Bestes zu tun, um die Situation zu verbessern. Ich nehme an, ihr seid auch deswegen hier? Nur unser Auftrag führte uns zu Travinia von Vierungslicht, die Travirgeweihte. Sie berichtete uns von seltsamen Morden hier in Galles und es gilt, diese aufzuklären. Prahles Recht muss überall gelten, egal ob in der Wildermark oder in Gareth. Das klingt wirklich grausig. Was ist denn mit Ihnen passiert? Nun, sie verschwanden, soweit ich weiß. Genaue Umstände müssen noch eruiert werden. Gerne würde ich euch dabei helfen. Ich bin sicher, Gillion auch. Nun, gewiss. Die Erdmutter schläft und ihren 12 Kindern zu helfen, ist wohl eine Ehrensache. Ja, wohlgemeinte Hilfe nehmen wir gerne entgegen. Die letzten Monde sind wir unermüdlich und beschäftigt, durch die Wildermark zu reisen und im Auftrag von Baron Travigo von Dergelmund größten Aufgaben zu erfüllen. Und dem Landstrich ein wenig auszuhelfen, ihr versteht. Gewiss. Auch wenn die Morde sicherlich anders sind als das, was ihr sonst zu tun habt. Bisher waren es zum Glück nur 3 an der Zeit. Ach, ihr wisst nie, es erzählt doch einmal. Nun, insgesamt waren es wohl 3 Morde. Wir haben zumindest von 3 Toten bisher gehört. Einem Zwergen, einem Händler von dem fahrenden Volke, der, ich glaube, Norbarden nennen sie sich, und einem der Wilden aus den Bergen, ein Trollzacker. Alle um den Tempel herum, oder zumindest in selbigem Viertel. Und auf die ein oder andere Art und Weise nun wurden die Leichen dann doch geschändet. Dem Zwerg hat man das Seelengefäß herausgerissen, manche andere das auch Herz nennen. Der Norbarden, einer Frau, sie wirkte fast kopflos, wie einige der Söldner scherzten. Und dem Wilden aus den Bergen wurden beide Arme entrissen. Das schreckliche Taten. Gar scheußlich. Es klingt nach einem ritualisierten Mord, wie mir scheint. Nur mit der Kreatur vor der Stadt. Vielleicht will jemand etwas Ähnliches bauen. Ja, das hört sich mir auch an, als würde irgendwer Teile sammeln. Das ist ja ekelhaft. So was Widerwärtiges. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Wer hat's gehört, gegessen. Die anderen Sachen kann ich mir nicht erklären. Das Herz? Natürlich, wir essen immer die Herzen von besiegten Gegnern. Ja, Herzen sind lecker. Aber nicht von Menschen. Ich habe auch schon das Herz von einem Werwolf gegessen. Gillion wechselt fließend ins Goblinische. Nun, meine lieben beiden, ihr solltet vielleicht nicht alles essen, was hier in der Wildermark herumliegt. Das könnte euch krank machen. Und auch wenn eure Schöpferin kein Kind der Erdmutter ist, so bittet auch ihr sie als große Mutter an. Es wäre schade drum. Verloren. Das ist ja nett, dass du auf unserer Sprache mit uns sprichst, aber dann verstehen die anderen ja gar nicht, was du sagst, und wir müssen ja mehr Menschensprache lernen. Oh, so, ihr meine Freunde, Suppe. Ihr habt euch schon angefreundet. Gut. Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was ihr sagt, aber ihr macht das schon. Man schiebt einen großen Becher oder Trog mit Suppe vor Goggelmoggel und vor Groggel und bringt dann auf dem Tablett eben noch die anderen Biere für die anderen. Boah, lecker. Ist das alles um diesen Tempel herum passiert? Sind wir da nicht in Gefahr? Ah, ihr seid Abenteurer. Jetzt verstehe ich euch auch. Ja, alles um diesen Tempel herum. Meister Tannenflug, sind das Abenteurer, die ihr kennt? Nun. Sehr gut. Es wird Zeit, dass diese Morde aufhören.
Die Wachen haben schon uns verdächtigt. Wo kommen wir denn dahin? Warum sollten die Wachen euch verdächtigen? Ja, weil die Morde hier um dieses Gasthaus, um das Waisenheim errichtet wurden. Also, ja, ich weiß auch nicht warum. Kam hier rein. Wir haben ja von den Morden erstmal gar nichts mitbekommen. Erst beim dritten. Aber vorher standen sie auch schon bei uns. Haben Fragen gestellt. Sowas können aber auch nur Südländer tun. Einen Travier gefälligen Mann zu verdächtigen, so eine Schandtat begangen zu haben. Na, wir wollen jetzt hier aber nicht irgendwie andere Kulturen. Nein, das will ich aber nicht. Also Südländer hin oder her, aber solange sie für Frieden in dieser Stadt sorgen, ist es mir egal. Sollen sie ermitteln. Fragen stellen ist erstmal nicht verboten. Aber überrascht haben sie mich schon. Und meine Frau auch. Nur ein guter Mann. Wann geschah denn der erste Mord? Der erste Mord vor zwei Wochen. Naja, hab dann wie gesagt nichts mitbekommen. Ich glaube, das war der Zwerg, oder? Weil schaut doch immer mal zu Gillion. Man nickt. Ja, und dann, diese Nabadin. Die hatte doch den Kindern hat die so ein paar Honigbonbons gegeben. Da war ich ja. Also, viel hatte ich mit ihr nicht zu tun, aber die Kinder haben davon erzählt. Die war ziemlich nett. Naja, dann war die, ich glaube, vor einer Woche. Über einer Woche ist das her. Naja, und dann, zwei Tage später war der Treuzacker. Der war vom Sokammerplatz. Kannte ich nicht gut, aber der lief hier schon seit ein paar Tagen rum. Und der wurde dann auch, naja, nicht so laut. Die Kinder hören ja teilweise mal mit, wenn die draußen spielen mit ihren Murmeln und alles. Auch wenn die sich bestimmt was wegholen, so jetzt gerade im Schnee, ne? Man muss die eigentlich reinholen. Naja, ich gehe jetzt mal, Meister Gillion hat die ganzen Fakten schon, da habe ich ihm schon vorhin erzählt. Ich gehe jetzt erstmal rein und raus und hol erstmal die Kinder da weg. Fängt dann wieder an zu lachen und geht erstmal nach draußen. Nun, Meister Tannenfloh, die Ermordeten, waren sie Einheimische oder Auswärtige? Nun, lass mich kurz überlegen. Es waren, glaube ich, Auswärtige, also waren noch nicht lange hier. Das schränkt vermutlich den Personenkreis der zukünftigen Opfer etwas ein. Ja, gut, dass wir auch nicht von hier kommen, was? Wobei es durchaus nachvollziehbar war, nicht Einheimische zu nehmen. In den meisten Fällen macht man sich über Fremde dann doch weniger Gedanken, wenn die plötzlich verschwinden. Nun, das ist richtig, aber es ist ein Kriterium, an der man sich orientieren kann. Nun, wie viele Auswärtige haben wir derzeit in der Stadt? Wisst ihr das? Also, du hast dich schon ein bisschen informiert. Du gehst so von 850 Leuten aus, die zurzeit hier oben in Galles wohnen. Und darunter sind dann eben auch die Schergen, also die Schläger, die Söldner und so. Die sind alle in diesen 850 Personen mit drin. Nun, 850 mögen es insgesamt sein. Allerdings inklusive aller... Nun, was hier in der Stadt kreucht und fleucht. Nun gehen wir einmal davon aus, dass sie sich nicht an größere Personengruppen herantrauen. Also nehmen wir diese tulaminischen Wächter schon einmal aus. Nun, wie viel verbleiben von auswärtigen Gästen hier noch in der Stadt? Nun, das überfordert mich dann doch etwas. Schätz einfach einmal. Bei 100? Nun, es dürfte weniger sein. Lass mich überlegen. Was hatte ich denn bisher alles gesehen?